kein Wunder, dass er sich bei diesen Ordnungsfanatikern unbeliebt gemacht hat. Ja, aber wo sollen wir noch nach ihm suchen? Vielleicht ist er das Nord aufgebrochen. Den Hals. Wenn er denkt, ich friere mir für ihn die Eier ab, dann hat er sich geschnitten. Darf ich dich daran erinnern, dass es deine Idee war, ihn zu suchen? Was du nicht sagst. Ich hätte ein zweites Paar Stiefel einpacken sollen. Okay, jetzt hören wir uns die noch einmal ganz kurz in Reihe an. Wir haben noch nicht alle. Ne, wir haben 1, 3 und 4. Okay. Jemand hat dich wegen deiner Verbrechen gemeldet. Scheiße. Das könnte jetzt ein Problem nach sich ziehen. Ich habe, glaube ich, nicht gespeichert. Ich lasse mal drauf ankommen, mal gucken, was uns erwartet. Ansonsten überlege ich mir das irgendwie anders. Vergiss einfach, was ich gesagt habe. Aber dass der uns sofort sieht, Alter, das verstehe ich nicht. Tu mir den Gefallen und sprich bald wieder mit ihm, wenn du das sagst. Lass dir ja nicht einfallen, dich an unseren Sachen zu vergreifen. Wenn ich jemanden beim Klauen erwische, schicke ich ihn ohne Umwege zu den Suggestoren. Unterstellst du jedem, dass er dich beklauen will? Ich habe meine Gründe. Seit die Alps immer näher gekommen sind, versucht jeder an bessere Schutzkleidung zu kommen. Aber das wäre ja noch schöner, wenn jeder Akolyt die Rüstung eines Regenten tragen würde. Zumal meine Vorräte begrenzt sind. Nur wer sich den Rang erarbeitet hat, hat besseren Schutz verdient. Basta! Das ist immer wichtig. Lasst halt alle sterben, außer die, die im hohen Rang stehen. Verkaufe mir etwas aus den Lagern. Ich zeige dir alles, was du mit deinem Rang kaufen darfst. Ja, gar nichts. Mm. 64, Regentschwert 2, ne? Schlecht. 41, das ist genauso gut wie unsere Waffe. Der schlechte. Na, hier müssen wir noch ein bisschen reinklotzen auf Stärke. Lasergewehr. Oh, den brauchen wir eigentlich. Können wir den tragen? Brauchen wir noch 5 Intelligenz. Aber die ist schon aufgerüstet, ne? 53. 36. Die könnten wir nehmen. Dafür haben wir auch viel Munition. Was kostet das Ding? 8,75. Lasergewehr. Hm. 36. Wie sieht es bei unseren Waffen aus? Das Plasmagewehr macht 42, davon haben wir aber nicht so viel. Und der macht 60, also rein theoretisch nur der Munition halber. Flammenwerfer. Haben wir auch Munition für? Können wir sogar benutzen. Macht aber nur 39 Schaden. Und besser haben wir als brauchen. Energieschild. Können wir nicht tragen. Brauchen wir nur einen auf Konsti. Energieschild der Kleriker. Würde ich aber mitnehmen wollen, ne? Macht 20 Schaden. Ich nehme das mal mit. Ich wollte ja eh schon immer mal ein Schild tragen. So, Schachterhelm, ist klar. Ist auch klar. Das ist, habe ich schon an. Mechanikerhelm brauche ich nicht. Schachterhose. Plus 0. Was habe ich denn an? Eine Jägerhose. 4. Okay. Mechanikerhose ist schlechter. Amulett des Kriegers. Stärke und Kampf. Hatte ich nicht was anderes angelegt? Oder war es ein Ring? Ne, das war der Ring, ne? Ring des Schutzes, oder was das war. Amulett des Kriegers, Stärke und Kampf. Oh, 1500 ist ein bisschen teuer. Ring des Kampfes, maximale Gesundheit und Angriffsstärke. Hm. Plasmazellen, 130. Oh, das geht aber. Die nehme ich mit. Brennstoff für einen Flammenwerfer, kostet 2.
Nehme ich auch mit. Sprengrakete haben wir nichts für. Energiezellen, die nehme ich auch mit. Munition ist wichtig, ganz wichtig. Und dann Sachen verkaufen. Warte, dahin. So. Eli's Waffe brauche ich. Trägt deutliche Gebrauchsspuren, wurde schon oft benutzt. Ist gar nicht so schlecht, ne? 74. Ebenes Artifacts behalte ich auf jeden Fall. Das behalte ich, das behalte ich. Das Plasma habe ich gerade geholt. Hier haben wir nichts zu verkaufen. Die Schutzmaske behalte ich. Wir haben nichts zu verkaufen, ne? Nur Schrott, glaube ich, wenn dann. Warte, nach den Briefen. Dumm, die dumm, die dumm. Krieg ich bestimmt gleich Ärger. Hier Hammer. Wir haben nicht so viel, wir haben nicht so viel gesammelt. Seit dem letzten Verkauf. Ein paar Zigaretten. Und das war's auch schon. So, Handel akzeptieren, Dankeschön. Ich speichere jetzt. Spiel speichert sowieso gerade. Dann ist das. Ja. Halt! Du wirst hier als Verbrecher gesucht. Melde dich umgehend bei Reinhold, wenn du nicht noch mehr Ärger willst. Alles klar. Ich habe doch nur eine Aufzeichnung mitgenommen. Außerdem wollte ich eh zu Reinhold. Und irgendwo wollte ich noch hin, ne? Geh erstmal zu Reinhold. Wer kann den Herrschaftsanspruch der Kleriker in Frage stellen, wenn ihr auf diesem Boden steht? Ich. Pauschal erstmal ich. Wer bist denn du? Okay, wenn hier eine Wache steht, darf ich damit sicher nicht hoch. Das heißt, da oben gibt es bestimmt noch was Geiles. Karl? Stör mich nicht. Ich brauche innere Ruhe und Einkehr. Oh, Archiv. Okay, irgendwo kann ich mich hier im Archiv eintragen anscheinend. Was ist die Konsole? Hier ist die Sicherheitskonsole. Okay, speichern. Handwerk 3, Zugangsberechtigung. So, das sollte reichen. Dankeschön. Damit komme ich ins Archiv. Eine Sache noch zum Archiv. Woran forscht ihr zurzeit? An allem, das uns unserem Ziel näher bringt. Und das bedeutet konkret? Kalans Prüfungen zu bestehen. Kalan wird nur jene aufnehmen, die rein sind. Körperliche Reinheit und geistige Reinheit zu erlangen, ist allerdings ein langwieriger Prozess. Deshalb studieren wir unter anderem die Anatomie unserer Feinde, auf dass wir sie effizienter bekämpfen können. Ein Feind, der sich dir nicht nähern kann, kann dich auch nicht verunreinigen. Geistige Reinheit erlangst du, indem du dich auf den Kern, der jeden von uns menschlich macht, konzentrierst. Weder die Berserker noch die Outlaws werden jemals dazu in der Lage sein. Sie leben für den Moment. Wir leben für die Zukunft. Erforscht ihr auch Relikte aus der alten Welt? Natürlich. Das ist auch zwingend notwendig. Wenn wir die Fehler unserer Vorfahren wiederholen, könnte dies zu einer weiteren Katastrophe führen. Das ist einer der Gründe, warum nur willensstarke Personen mit ihrer Erforschung beauftragt werden. Wer kann schon wissen, welche Seuchen diese Artefakte in sich tragen? Rotzt der da gerade in die Kirche? Ungläubiger, hängt ihn! Woher bekommt ihr das Forschungsmaterial? Außerhalb des Horts gibt es genügend Örtlichkeiten, die unser Interesse wecken. Meistens ist es jedoch nicht ganz ungefährlich, sich diesen zu nähern. Zunächst muss das entsprechende Gebiet befriedet werden. Sobald das getan ist, beginnen wir mit der Bergung der wertvollen Stücke und verlagern sie hierher. Braucht ihr noch Unterstützung? Nein. Für diese Aufgabe haben wir Spezialisten.
Du bist woanders besser aufgehoben. Hier soll ein Exemplar von Abids Lehren auslegen. Richtig. Und so soll es auch bleiben. Was steht in dem Buch? Seine Weissagungen und Lebensgrundsätze, an denen wir uns orientieren. Der Großteil ist jedoch recht verschlüsselt geschrieben und für den einfachen Geist schwer verständlich. Gib mir einfach einen kurzen Abriss. Das kann ich nicht. Auch wenn mir einmal die Ehre zuteil wurde, Seite um Seite zu lesen, blieb mir der Inhalt verschlossen. Wie ich schon sagte, nur wenige sind dazu berufen, seine Worte im Ansatz zu verstehen. Kann ich einen Blick auf das Buch werfen? Du? Nein. Warum nicht? Weil nur Auserwählte mit dem Studium seiner Schrift beauftragt werden. Du wurdest aber nicht auserwählt und wirst es auch nicht. Vergiss das also ganz schnell wieder. Mehr wollte ich nicht wissen. Gut. Okay, Karl. Dann biete mal weiter. Ich weiß nicht, wo das Archiv ist. Ich denke mal über mir. Halt! Du wirst hier als Dieb gesucht. Ja. Entweder du bezahlst deine Strafe oder du wirst mit den Konsequenzen leben müssen. Das kommt drauf an, was die Konsequenzen sind. Ich habe ja gerade gespeichert, ne? Ich werde meine Strafe nicht bezahlen. Dann werde ich dafür sorgen, dass du hier bei uns keinen Handel mehr treiben darfst, oh, bis deine Schuld bezahlt ist. Wegtreten. Das ist ungünstig. Ich muss nämlich Dinge kaufen. Du bist wohl derjenige, der von Xander in den Hart gelassen wurde. Wie kommst du darauf? Ich weiß alles, was in meinem Lager vor sich geht. Ich bin Reinhold, Judikator der Kleriker und das Auge Kalans. Hier passiert nichts, ohne dass ich etwas davon mitkriege. In diesen Zeiten, mehr denn je, ist es wichtig, dass wir den Überblick behalten. Die Menschheit ist gespalten und versinkt im Chaos. Wenn wir überleben wollen, dann müssen wir stark und rein bleiben. Wenn wir zulassen, dass Anarchie die Oberhand gewinnt, dann sind wir verloren. Aber kommen wir zu dir. Bist du hier, um den Segen der Kleriker zu empfangen? Warum sollte ich mich euch anschließen? Weil wir dir einen Weg aufzeigen, errettet zu werden. Anders als die Outlaws oder die Berserker bieten wir dir nicht nur Zerstreuung und Verunreinigung. In unseren Reihen würdest du deine wahre Bestimmung erkennen. Wir haben die Technologie, wir haben die Waffen, aber wir brauchen Freiwillige, um unsere Sache voranzutreiben. Ja, ich möchte Kleriker werden. Das ist gut. Es freut mich, dass Xander dich in den Hort gelassen hat. Er hat mit dir eine gute Wahl getroffen. Also kommen wir zu deinem Anliegen. Was möchtest du von mir? Ich will meine Strafe bezahlen. Sehr gut. Das wurde auch Zeit. Und dass das nie wieder passiert. Haben wir uns verstanden? Weggetreten. Fantastisch. Ich habe ja eh keine Wahl. Wo sind die anderen Judikatoren? Judikator Johann ist leider auf dem Schlachtfeld gefallen, mein Sohn. Möge Kalan seiner Seele gnädig sein. Judikator Ulbricht, unser oberster Feldherr, ist in den oberen Gefilden dieser Kathedrale. Er sinnt über seine Pläne für das weitere Vorgehen im Krieg gegen die Alps. Aber geh ruhig zu ihm. Er hat immer ein offenes Ohr für Informanten von draußen. Erzähl mir mehr über die Kleriker. Was möchtest du wissen? Wie läuft es hier in der Stadt? Wir halten uns streng an die Lehren Arvids, der erste Mensch, der von Kalan erleuchtet wurde. Er hat den Meteor und den Untergang der Menschheit vorhergesehen. Und aus der Asche der alten Zivilisation hat er dann den Grundstein der Kleriker gelegt.
Nur wenn wir seinem Wort folgen, können wir Kalans Prüfungen bestehen. Was sind das für Prüfungen, die Kalan euch stellt? Der Meteor war nur der erste Schritt, den Dreck vom Angesicht der Erde zu waschen. Wir, die wir das erkannt haben, streben danach, Erlösung zu erfahren. Dazu müssen sie die Prüfungen der Reinheit bestehen. Sowohl der Körper als auch der Geist muss frei sein von schädlichen Einflüssen. Denn wenn die nächste Katastrophe die Menschheit heimsuchen wird, werden nur jene emporsteigen, die diese Prüfungen bestanden haben. Woher besitzt ihr das technische Verständnis? Arvid selbst hat uns dieses Wissen hinterlassen. Es war sein Beitrag, um Kalans Prüfungen zu bestehen. Dank seiner Technik müssen wir unseren Körper nicht mit Elex verseuchen, um Macht zu erlangen. Das übernehmen die Maschinen. Sie zementieren unseren Herrschaftsanspruch. Wie du also siehst, müssen sich Wissenschaft und Religion nicht zwangsweise ausschließen. Erklär mir eure Ränge. Wenn jemand Neues in unsere Reihen aufgenommen wird, dann wird er zuallererst Akolyt. Als Akolyt ist man berechtigt, die Kunst der Suggestion zu lernen und bekommt auch anderweitig bessere Ausrüstung von uns. Das gleiche gilt für unsere Legaten und Regenten. Jeder neue Rang bringt neue Vorteile, aber auch Pflichten mit sich. Wieso sollte ich ein Kleriker werden wollen? Weil wir die letzte Bastion gegen die Alps sind. Unsere Stärke, unser Glaube und unsere Technologie sind die einzigen Dinge, die sie aufhalten können. Wo die Outlaws ihren Profit haben und die Berserker im Dreck wühlen, da haben wir einen Sinn. Den Sinn, die Welt wieder zu dem zu machen, was sie einst war und noch weit darüber hinaus. Tritt uns bei und du kannst teilhaben an unserem Wissen, Glauben und unserer Technologie. Das klingt ja alles schon mal ganz schön, ne? Aber die Kleriker schälen sich einen Dreck um diesen Planeten, um Magellan, und sie machen Zwangsrekrutierung, und indem sie Suggestion benutzen und die Menschen manipulieren. Das ist echt scheiße. Die Outlaws kann ich verstehen, jeder sich selbst der Nächste, aber mit dieser Bombensache, ne? Das, nein, das funktioniert nicht. Also wenn die Bombe nicht wäre, würde ich mich eventuell sogar den Outlaws anschließen. Aber mit dieser Bombe für den Genozid, nein. Und die Berserker, die haben harte Gesetze. Die werden auch hart durchgesetzt, sag ich mal. Aber auch nicht rigoros. Also nach außen hin rigoros, aber wenn irgendjemand einen Vorteil davon hat, irgendwas gerade nicht durchzusetzen, dann nutzt der das auch. Das finde ich in Ordnung. Die Gesetze von denen finde ich auch in Ordnung. Das Warlord-Prinzip, weiß ich nicht. Ist, naja, ist okay, aber naja, ist wahrscheinlich so die beste Lösung, ne? So sind quasi die Stärksten an der Macht und beschützen die Schwächeren. Und das tun sie ja nun mal. Und außerdem kümmern die sich um den Planeten, ne? Die machen das Land wieder fruchtbar und bewohnbar mit ihren Weltenherzen. Also es gibt eigentlich erstmal nichts, was dagegen spricht, sich den Berserkern anzuschließen. Auch wenn sie irgendwo ein Übel sind, sie sind aber das kleinste Übel. Das kleinste. Deswegen, also ich bleib bei den Berserkern wahrscheinlich. Wofür genau bist du hier zuständig? Ich bin derjenige, der den Hort am Laufen hält.
Ich bin derjenige, der entscheidet, welcher Rekrut zum Akolyt der Kleriker werden darf. Und ich bin derjenige, der dich bestraft, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Wir könnten rein theoretisch, wir machen erstmal alle Quests für sämtliche Fraktionen, bis wir uns denjenigen anschließen können. Und dann könnte ich rein theoretisch einen Spielstand anlegen. Sag ich mal, ich schließe mich den Berserkern an. Vorher mache ich einmal einen Spielstand. Da schreibe ich dann Berserker hin. Und dann spielen wir das Spiel ins Berserker. Dann könnten wir danach nochmal laden und uns dann den Outlaws anschließen. Und dann könnten wir nochmal laden und uns dann den Klerikern anschließen. Und dann nochmal laden und uns gar keinem anschließen. Rein theoretisch könnte man das machen, ne? Würde eigentlich nichts dagegen sprechen, würde ich mal behaupten. Wenn das geht, dann müssten wir ja rein theoretisch das komplette Spiel sehen mit sämtlichen Enden, wenn es denn welche gibt. Und wir sehen auch alle Quests. Klingt ja eigentlich okay. Außer das Ende ist irgendwie hart enttäuschend oder irgendwie so. Dann eher nicht. Aber ich werde auf alle Fälle den Spielstand anlegen, bevor ich mich irgendeiner Fraktion anschließe. Und zwar einen festen Spielstand. Ne? Erkläre mir die Regeln des Horts. Eigentlich sollte dich Xander bereits über unsere Regeln informiert haben. Aber ich werde sie gerne für dich auffrischen. Zuallererst solltest du wissen, dass wir nicht die Outlaws sind. Wer hier klaut oder sich anderweitig strafbar macht, wird hart bestraft. Die Strafen reichen von einfachen Geldstrafen bis hin zum Tod. Wer hier beim Elex-Konsum erwischt wird oder schlimmer noch damit handelt, muss sich dafür verantworten. Elexit ist die einzige Form von Elex, die wir außerhalb der Maschinen oder als Munition dulden. Hast du das verstanden? Ja. Du entscheidest also, wer Kleriker wird und wer nicht. Ganz richtig. Erst wenn ich sage, dass jemand bereit ist, darf er uns beitreten und seine Ausrüstung an sich nehmen. Mal angenommen, du würdest uns beitreten wollen. Dann würde ich dich auf die Probe stellen. Du würdest eine Aufgabe für mich erledigen, die von großem Interesse für die Gemeinschaft der Kleriker ist. Bei dieser Aufgabe würden wir dich beobachten und dann entscheiden wir, ob du zum Akolyt der Kleriker werden darfst. Stell mir die Aufgabe. Wie du möchtest. Da du keiner Fraktion angehörst und hier auch noch nicht besonders viele Freundschaften geschlossen hast, bist du perfekt dafür. Wir haben ein Problem mit Elex-Händlern hier im Hort. Niemand würde mir gegenüber eine ehrliche Aussage treffen. Du auf der anderen Seite bist ein Niemand. Ein unbeschriebenes Blatt. Wenn du das Problem mit den Elex-Händlern aus der Welt schaffst, gibt es natürlich eine Belohnung. Und wenn du dich gut anstellst, ist es dir auch erlaubt, dich uns anzuschließen und ein wahrer Streiter Kalans zu werden, sofern wir dich als erfahren genug erachten. Wie steht's um die Alps? Die Kriegsstrategie gegen die Alps ist Sache von Judikator Ulbricht. Es wird erst zu meiner Aufgabe, wenn sie den Hort selbst bedrohen. Beispielsweise haben die Separatisten meine Aufmerksamkeit. Sie arbeiten vornehmlich im Hintergrund und sind oftmals schwer zu erkennen. Ihr habt Probleme mit Elex-Handel hier im Hort? Allerdings. Und wenn ich die Schuldigen erwische, werden sie sofort bei Balder, einem unserer besten Suggestoren, auf dem Stuhl landen. Es ist inzwischen sogar eine äußerst große Belohnung auf die Händler ausgesetzt worden. Wenn du also der Meinung bist, du könntest sie finden, nur zu. Versuch dein Glück. Mit einer logischen Herangehensweise sollte das Problem in kürzester Zeit erledigt sein. Korrekt. Und je schneller dem Elex-Handel der Riegel vorgeschoben wurde, umso besser. Sag mal. Das ist mein Tisch. Ich dachte gerade, was ist das denn hier für eine schwarze Kante?
Okay, warte mal. Also, Spiel speichert eh gerade. Ich speichere auch nochmal. Bevor ich jetzt etwas Falsches sage. Wegen den Elex-Händlern hier im Hort. Ja? Wo soll ich mit der Suche beginnen? Ich habe Dietrich bereits auf die Hintermänner des Elex-Handels hier im Hort angesetzt. Du solltest mit ihm sprechen. Ansonsten hatten wir hier erst vor kurzem einen ganz konkreten Fall von Elex-Handel, bei dem ein Verdächtiger entkommen ist. Wir konnten den Kreis der Verdächtigen auf 3 Personen einengen. Wer sind die Verdächtigen? Es geht um Oswald, Hagen und Siegfried. Du solltest mit den Wachen sprechen, die zur Tatzeit Dienst hatten. Jede Wache wird angehalten, Protokolle zu schreiben. Wenn wir Glück haben, geben diese uns Aufschluss darüber, wer der wahre Täter ist. Ich brauche mehr Einzelheiten über das Verbrechen. Also pass gut auf. Viel wissen wir nicht. Die Tat ist nachts begangen worden, vor einigen Tagen. Einen der Verdächtigen konnten wir festsetzen, aber... Nun ja, sagen wir einfach, er ist nicht mehr in der Lage, uns sinnvolle Informationen zu geben. Unsere einzige Hoffnung ist es jetzt, die Protokolle der Wachen von dieser Nacht durchzuschauen. Vielleicht findet sich dort drinnen ja etwas. Wo finde ich die Wachen, die ich befragen soll? Xander, die Torwache kennst du ja bereits. Er steht vermutlich wie immer am Haupteingang und hält dort Wache. Dann solltest du noch mit unserer Grubenwache und der Fabrikwache reden. Die Grubenwache findest du hier direkt westlich, unterhalb der Kathedrale. Und die Fabrikwache findest du im nördlichen Teil des Lagers, bei den Roboterproduktionsstätten. Ich vermute, ich kenne den Verdächtigen. Das glaube ich eher nicht. Warte, ich guck mal. Wegen den... Ja? Ich vermute, ich kenne den Verdächtigen. Bist du dir sicher? Hast du schon mit den 3 Wachen gesprochen und ihre Protokolle eingesammelt? Nein, noch nicht. Und du hast trotzdem schon einen Verdacht? Nein, woher? Nein, ich... Mach das. Okay. Okay, das war das. Dann... Einmal hoch. Oben sitzt auch noch ein Judikator. Und ich schätze mal, oben wird auch das Archiv sein. Jawohl. Ach, das ist unten. Okay. Mich erstmal um. Da liegt einer und pennt. Was? Wie? Ich guck mich erstmal um. Okay, mit dem kann ich was reden. Ich muss mich konzentrieren. Ach so, deswegen pennst du hier. Alles klar. Der Archivar. Okay. Da unten ist das Archiv. Oh, guck mal hier. Bericht des Botanikers. Die schlafen, ne? Dankeschön. Ich sammle erstmal ein bisschen und dann müssen wir nachher das Amulett anlegen, ne? Noch irgendwas? Gerade nicht. Okay. Die Moma Kiegen war. Oha, Bericht des Laborleiters. Na, das wäre ja lustig, alles zu durchsuchen. Nicht.
Abhandlung über Elex. Einmal speichern und dann mitnehmen. Was ist hier los? Nix.